Hallo wieder zu Werde zum Star mit um zum Star Tim Kuhn. So. Ja, mal gucken, was wir trainieren. Na, komm, mach da inne. So, die 14, also die 5, 2, 4. Dribbling-Parcours funktioniert. Und Rondo. Aber offensiv, das ist gut. Und Chancenverarbeitung sowieso. Und das nächste Training wird Standard sein. Mit voll fortgeschrittene. Da werden wir mal wünschen. Werden wir mal ignorieren und machen lassen. Und 2-1 Defensive. Da werden wir machen, ja. Training beginnen. Mach mal das Dribbling-Parcours. Naja, 840. Das wäre schon mal ganz gut. 884. Da einen kleinen Stopper gehabt haben, natürlich schaffen wir es mit exzellent. Aber das Tor treffen wir nicht. Na egal. Nächste Einheit, El Rondo Offensiv. Na komm. Das war nicht so gut. Das war Glück. Das war nicht gut. Mehr Einsatz wird verlangt. Knapp schon mal geschafft. Naja, nicht überragend, da geht mehr, aber naja. So. Angeschnittener Schuss drin. Ups, was hat das dann? Nee. Boah. Da wollte ich nicht. Nee. Versuche mit angeschnittenen Schüssen hier zu kommen. Schönes Törchen hier. Der Ball. Schönes Törchen hier gewesen. Abseits. Auch gut gemacht schon und schön reingezimmert ins Eck. Das war ärgerlich. Schade. War verloren.
Und auf Exzellent, das ist doch wunderbar. So kann es weitergehen in unserer Karriere. Oh, da war ein schöner Bodyschuss. Naja. Ups, naja. So, Ergebnisse ansehen, weil das nächste machen wir ja nicht. Und wir sind schon ein 74er-Spieler. Und simulieren. Warum stimmen wir denn dann noch auf 74? Naja, egal. Also auf 73 standen wir da kurz nochmal. Schön gemacht hier. Auch in der Abwehr. Tim Kuhn mittlerweile sehr gut. Exzellent. Und kein Torschuss zugelassen. Ergebnis ansehen. Warum zeigt er da nur 74 an? Ich müsste da doch... Naja. So. Das erste Spiel ist gegen Arminia Bielefeld. Und natürlich stehen wir in der Startaufstellung. So, wir spielen in Rot. Kuhn steuern. Natürlich. Und was für ein Training. Mit Meter schießen. Oh, da mache ich ja gerade gar nicht so schlecht. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ups, da war zu dort gewesen. Bin ich mit zufrieden? So. Jetzt wird's ernst. Gegen Bielefeld. Der Ivy Lane. Heiß. Schöner Pass auf Lapp, Heiß, aber abgefangen worden, der Schuss. Lang. Weil jetzt nur nicht nachlassen. Schön. Hier den Einwurf rausgeholt. Lucilla auf uns. Und wir abmal auf Schlotzi. Gundus. Und wir können den Ball nicht laufen lassen. Vogelsammer. Vogelsammer. Görlitz und Don Riemann musste hier schon retten. Die erste Chance also für die Bielefelder. Und noch eine Ecke. Ach ne, Fall. Abschlag. Lapper heute auf dem linken Flügel. Tralka auf La Pest. Pest.
Und Schutz, Staude, Aufnöte, und Fabian sichert hier wunderbar. Kuhn setzt sich hier durch. Ah, zurück zu auf Schilazzi. Und leider kein guter Pass hier. Görlitz muss ja mal langsam nach hinten und ein langer Ball auf den Sebastiansraum. Und Vogelsammer kann einwerfen. Nöte, Salga und Luta auf Schütz. Staude mit der zweiten Prüfung von Manuel Riemann. Und die nächste Ecke für Bielefeld. Gullus haut den Ball kräftig weg und La Paz bekommt den Ball, spielt den auf uns und wir ziehen einfach mal ab und schwacher Schuss. Da sind wir ein bisschen in die Rücklage geraten. Haben den Ball nicht richtig bekommen. Da bricht natürlich unsere Wertung ein. Lucilla auf uns. Aber Bielefelder war zuerst dran. Auf Lappa, auf Hals. Oh. Lucilla auf uns. Und wir schießen mal beherzt drauf und machen da wieder nichts. Nein. Heute ist Tim Kuhn ein Chancentod. Troika, Fabian, Schilazzi, auf Kuhn und oh, da passt auf. Mlapper kommt nicht an. Und oh, also heute hat Kuhn einen sehr schlechten Tag. Scheinbar. Nöte. Und die nächste Chance und Ecke für Bielefeld. Nöte. Görlitz mit der Flankenchance, aber köpft ihr einfach mal weg. Lappes auf Kuhn, auf Lappes, auf Nappa. So. Und. Bisschen ungestüm hier, Salga bleibt auf dem Boden liegen, nach dem Zweikampf mit Kuhn. Perte auf Lapper und da gibt es nix. Davari hält den Ball hier. Lang. Lappa stoppt hier den Ball noch vor der Linie. Sehr schöne Ballbeherrschung von Lappa hier. Und für das Foul. Was? Nochmal ein Foul gespielt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Und Salga hat sich verletzt. Aber der Foul war ohne Konsequenzen.
Da versuche Schütz zu stoppen. Schilotzi kopft den Ball raus. Bis jetzt geschenkter Tag für Moon, aber hier sei schon gemacht. Knapper. Kunia noch weiter, immer noch. Ein Schachse tot und jetzt die Chance und. Das war. Schon näher dran. Leider. Doch minimal weg. Hier schön abgefangen. Napa ist. Neue Chance. Chance über außen über Pertl. Und wieder knapp vorbei. Aber Ecke. Pass. Ach, schade. Da war nichts Ganzes, aber so langsam kommt Kuhn doch besser ins Spiel und der schubt Fabian rum. Und es gibt natürlich dafür Freistoß. Und? Was gibt es? Keine Ecke. Nappa. Dreiker. Auf Kuhn. Oh, was war das dann? Was mache ich denn da? Schön gemacht hier. Und die Flankenchance für. Oh, relativ schöne Flanke hier von Kuhn. Aber leider brachte die auch nicht viel rein. Nappa auf Lucilla. Auf Kuhn. Celotti. Bastians. Dundus. Celotti. Kreika. Nappa. Lucilla. Nappa. Lucilla, Kuhn, und da wird hier gefault. Freistoßchance für Bochum. Und das Vertändeln hat leider nichts gebracht. Und da hat sich wieder ein Bielefelder verletzt. Diesmal Fabian der Schuldige und da war Schütz und da ist so schwer verletzt, dass er raus muss und zu ihm kommt. Manuel Junklas rein. Napa ist, spielt den Ball zum Torwart, den Schiriball und der Baden. Halbzeit. Och, nur grünes, krass übersichtbar. Dein Steilpässen schön zurückgespielt zu den eigenen jungen Jungs in Spielzug einbezogen. Gute Zweikampfarbeit, perfektes Timing. Du neigst ja, zeigst dir nochmal Übersicht und findest deine Kollegen immer wieder mit technischen, hochklassigen Direktpässen. Ja.
So kann es ja weitergehen mit den Nobis-Hymnen. Aber mit der neuen Wertung, die im Durchschnitt, die der Trainer von uns haben will, das gar nichts zu tun. Und auch mit den Pässen, also heute sind die Pässe alles andere als präzise. Pass, Lucilla, nach außen, gut aufgepasst hier. Mlappa setzt sich hier gut durch. Und letztes Touchpass-Spiel, aber Lucilla bekommt den Ball hier noch. Und da liegt der nächste Bielefelder, aber steht sofort wieder auf. Aber Vorteil für Bielefeld. Vogelsammer. Kralka passt hier gut auf. Lappa ist auf Kuhn. Auf. Oh. Lappa ist auf. Lappa war nix und Schlotzi bekommt hier noch die gelbe Karte für das Foul. Muluta. Schöner Zweikampf hier. Oh. Der Schuss da war. Und den Gegenspieler. Lapaist. Und da schießt den nicht rein. Kuhn, toll abgefangen hier den Kompakt auf Gundus. Hochland für 3K im Spiel und Munuta schnappt sich hier den Ball von Nusilla. Bielefeld könnte jetzt wieder angreifen, versucht das mit lang, aber so wirklich reinkommt sie da nicht. Schön abgefangen und hier ist Hochland im Spiel. Bedient hier und oh, Pass passt mit seinem Tor nach dem Pass von Kuhn. Staude im Spiel. Kuhn auf Pass, aber der Pass war nicht wirklich gut. Schlechtes Timing. Mlappa, Pass. Lucilla auf Hochland. Auf Kuhn. Und was wird das? Einwurf. Nachlässige Pässe hier wieder von Kuhn. Oh, das war schon gedacht, aber nicht angekommen. Ah, das war ein schlechter Pass hier von Kuhn. Hochland hier sehr gut. Hochland arbeitet nach vorne. Mlappa auf Kuhn. Pass. Ah, da kreuzt sich da dooferweise. Schön abgenommen und zu Pais auf Mlappa und was gibt das? Das müsste Ecke geben. Und Wechsel. Kuhn muss raus für Eisfeld. Jo, dann simulieren wir die letzten Minuten. Das Spiel war ja nicht wirklich gut gelaufen für mich. Und die Saison, das Spiel wurde dann noch mit 3:0 gewonnen, also waren wir ein bisschen der Hemmschuh heute. So, simulieren wir mal weiter und beim nächsten Mal spielen wir das Spiel gegen Aue, wenn diese vielen Punkte hier verteilt sind. Ja, aber mein Po.
Können wir den bearbeiten? Spieler bearbeiten? Pro anpassen. So. Ach, da sind die. Jetzt Flanken können wir aktivieren. Als einziges. Auf weiter. Okay. Ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel. Genau. Tschüss.